Mumien fasziniert. Überall auf der Welt fanden Archäologen Mumien. Natürlich erhalten durch Witterungseinflüsse, aber auch künstlich konservierte Menschen. Von Ägypten bis nach Russland, von den Anden bis nach China. Mumien sind Kult. Sie erzählen vom Urversprechen vieler Religionen, dem ewigen Leben. Zugleich sind sie ein riesiges Wissensarchiv, aus dem wir heute schöpfen können. Manche Mumien geben uns noch immer Rätsel auf. Gibt es lebende Mumien, die Töne von sich geben oder sich sogar bewegen? Wie kein anderes Land steht Ägypten für die Sehnsucht der Menschen nach Unsterblichkeit. Doch das Weiterleben nach dem Tod war nach Vorstellung der alten Ägypter nur mit einem intakten Körper möglich. Die Mumifizierung sollte ihm den Weg ins Jenseits ebnen. Wie aber kamen die Ägypter auf die Idee des Mumifizierens? In der Frühzeit bestatteten sie ihre Toten am Wüstenrand. Trockenheit und der Salzgehalt des Sandes dehydrierten die Leichname. Die Verwesung wurde damit gestoppt. Der Körper blieb so gut wie unversehrt. Im Laufe der folgenden Jahrtausende optimierten die Ägypter die Erhaltung des Leichnams durch verschiedene Prozesse. Ganze 70 Tage dauerte die Prozedur. Die Methoden der Balsamierer wurden immer ausgefeilter. Die besten unter ihnen durften den Pharao für seinen Weg ins Jenseits vorbereiten. Der Leichnam wurde gewaschen, Gehirn und Eingeweide entfernt und das Gewebe durch Natronsalz getrocknet. Anschließend behandelte man den Körper mit Ölen und Salben und bandagierte ihn mit Leinenstreifen. So zurechtgemacht hat sich auch die Mumie von Ramses dem Großen bis heute erhalten. Die Ägypter mumifizierten nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Hier haben wir einen mumifizierten Ibis. Der Vogel war das heilige Tier des ägyptischen Gottes Tod und stand für die Weisheit. Moderne Computertomographen machen einen zerstörungsfreien Blick in sein Inneres möglich, bis hin zur letzten Mahlzeit. Ein Olivenkern und Steine, die dem Vogel bei der Verdauung halfen. Sie werden nicht erraten, was das hier ist. Es hat auch mit Essen zu tun. Es ist ein mumifiziertes Steak, also Nahrung fürs Jenseits, für die Brotzeit drüben. Ist ja auch klar, Frischfleisch wäre schon während der Bestattungszeremonie vergammelt und es hätte fürchterlich gestunken. Mumien erzählen uns so viel vom Leben der alten Ägypter, man könnte meinen, manche sprechen zu uns. Vor mehr als 3000 Jahren übt der Priester und Tempelverwalter Nesi Amun sein Amt im Tempel des Gottes Amun-Re in Karnak aus. Nesi Amuns Stimme war ein wichtiges Werkzeug bei seinen rituellen Pflichten, dem Gesang von Hymnen zu Ehren des Gottes. Wie mag es geklungen haben, wenn er im Tempel für Amun seine Stimme erhob? Nesi Amuns Mumie ist so gut erhalten, dass bereits eine Rekonstruktion seines Gesichts gelang. Nun wollen Wissenschaftler einen weiteren Schritt wagen. Schon seit 1823 befinden sich Mumie und Sarg des Priesters im Museum von Leeds. Durch die Inschriften wissen die Forscher einiges über Nesi Amuns Leben und seinen großen Wunsch. Wie alle Menschen im alten Ägypten wollte er, dass er beim Totengericht als gerecht an Stimme, Ma'acheru, befunden wird und damit weiterleben darf. Das Prädikat Ma'acheru war sozusagen die Eintrittskarte fürs Jenseits. Nesi Amun, Ma'acheru. Computertomographie soll helfen, den Priester wieder zum Sprechen zu bringen. Im Krankenhaus von Leeds wird die Mumie in die Röhre geschoben
um den Stimmtrakt zu scannen. Voraussetzung für jedes weitere Experiment ist, dass die weichen Kehlkopf- und Rachenstrukturen gut erhalten sind. Nur dann kann die Rekonstruktion gelingen. Im altehrwürdigen Royal Holloway der University of London werden die CT-Daten von Nesi Amuns mumifiziertem Stimmtrakt vermessen. Professor David Howard arbeitet an einer Technik, die es Menschen nach einer Kehlkopfoperation ermöglichen soll, wieder zu sprechen. Die menschliche Stimme entsteht durch ein Zusammenspiel von Atemtrakt, Kehlkopf und Vokaltrakt, hier in Rot. Mithilfe der CT-Scans gelingt es Howard, einen 3D-Ausdruck von Nesi Amuns Stimmapparat zu machen. Wird die Stimme des Ägypters nach 3000 Jahren wieder ertönen? Ich halte es für plausibel, dass wir damit Klänge wie aus seinem eigenen Stimmapparat erzeugen können. Was jetzt noch fehlt, ist ein künstlicher Kehlkopf. Dann die Weltpremiere. Ein erster Tonschnipsel, entstanden durch Luft, die durch einen künstlichen Kehlkopf in Schwingung versetzt durch das 3D-Modell geleitet wird. Das erzeugt schon einen Schauer, die Vorstellung, dass diese Stimme so lange nicht mehr gehört wurde. Erste Modulationen klingen sehr hoch, vermutlich weil der Stimmapparat mumifiziert, also eingetrocknet und geschrumpft ist. Und doch ist es eine faszinierende Zeitreise zum Tempeldienst in Karnak zur Zeit Ramses des 11., als Nesi Amuns Stimme zuletzt erklang. Den Forschern ist nicht nur eine neue, spannende Entdeckung gelungen, indem sie die Stimme eines Verstorbenen aus einer Mumie heraus rekonstruiert haben, sondern sie haben zugleich auch noch den letzten Willen des Tempelherrn von Karnak, Nesi Amun, erfüllt. Auf dessen Sarkophag steht nämlich ausdrücklich, dass nach seinem Tode seine Stimme erklingen möge. Nesi Amun Ma'a Cheru. Nesi Amun sei gerecht an Stimme. Ewig zu leben scheint auch die am besten erhaltene Mumie der Welt, Prinzessin Dai. Ja, Sie haben richtig gehört. Allerdings unsere Dai lebte vor 2200 Jahren in China, und zwar in der Provinz Hunan. Die Provinz Hunan ist nicht nur bekannt für ihre fantastische Landschaft, sondern auch für einen der spektakulärsten archäologischen Funde weltweit. Denn hier soll nicht weniger als das Geheimnis des ewigen Lebens verborgen gewesen sein. Die Ausgrabungen beginnen 1972, inmitten der chinesischen Kulturrevolution, und machen schnell Schlagzeilen. Eine Sensation, vor allen Dingen in der Zeit, 1972. Und man kann wirklich sagen, das ist eine der größten archäologischen Entdeckungen, vielleicht sogar weltweit des 20. Jahrhunderts. Das Grab war kurz zuvor bei Ausschachtungsarbeiten zufällig entdeckt worden. Jetzt graben sich Archäologen durch die Anlage, in der sie vier ineinander geschachtelte lackierte Särge und über 1000 Grabbeigaben finden. Das Faszinierendste aber ist der Leichnam selbst. Die chinesische Adlige Qin Shui war Gattin des Marquis von Dai, Kanzler der Han-Dynastie. Sie starb im 2. Jahrhundert vor Christus. Nach mehr als 2000 Jahren ist ihr Körper noch so unversehrt, dass er einen Blick in die Vergangenheit erlaubt, den nicht einmal ägyptische Mumien gestatten. Mit den damals modernsten Geräten untersuchen die chinesischen Spezialisten den Leichnam, der aussieht, als wäre Lady Dai erst jüngst verstorben. Weiche Muskeln, eine elastische Haut, die Gelenke beweglich. Und in den Adern noch so viel Blut, dass man sogar die Blutgruppe bestimmen kann. Die Lady hat Blutgruppe A.
Anhand der Funde und Inschriften lassen sich die genauen Lebensumstände der Marquise rekonstruieren. Man hat eine Person vor sich, die alles liebte. Musik, Speisen, vor allen Dingen auch sehr teure Speisen, sehr ausgewählte Speisen, die ihr Leben schön gestaltete mit viel Seide. Auch Perücken und jede Menge Kosmetika nutzte die Lady. Vor allem aber war sie süchtig nach gutem Essen, das zu Übergewicht führte und wohl auch ihren Tod verursachte. In ihrem Grab fand man nicht nur die Rezepte für ihre Lieblingsspeisen, sondern auch 30 Körbe voll mit Nahrungsmitteln. Während der Obduktion entdecken die chinesischen Pathologen 138 schwer verdauliche Melonenkerne in ihrem Magen. Die Bilder aus den 1970er Jahren zeigen, wie gut erhalten selbst die inneren Organe waren. Bei den Ägyptern wurden diese bei der Mumifizierung aus dem Körper entfernt, um spätere Verwesungsprozesse auszuschließen. Wie konnte das bei Lady Di verhindert werden? Im Grab ihres Sohnes fand sich auch eine ganze Bibliothek mit verschollen geglaubten medizinischen Texten. Es war ein Zeitalter des Wissens. Man wusste über viele Sachen, über die wir heute vielleicht ganz groß wieder nachdenken, wusste man schon einiges. Also es war einfach ein ganz breit aufgestelltes Wissen, das sich durch dieses Grab eben auch eröffnet hat für uns. Was wussten die Einbalsamierer von Hunan vor 2200 Jahren über das Konservieren von Toten, was wir heute nicht mehr wissen? Auch der Lack, mit dem der Sarg überzogen war, wird damals untersucht. Das Ergebnis? Er ist absolut wasserdicht. Deshalb blieb eine rötliche Flüssigkeit im innersten Sarg erhalten, in der Lady Di lag. 4% dieser Substanz lassen sich bis heute nicht bestimmen. Genau konnte man die Zusammenstellung nicht analysieren, aber ganz sicher ist Zinnober und ein Quecksilberanteil drin. Und das könnte dazu geführt haben, dass die Bakterien, die es noch im Körper und auch im Umfeld dieses Sarges gab, dann abgetötet wurden und so den Leichnam erhalten haben. Die rätselhaften 4%. Steckt in ihnen das Geheimnis für Lady Dies Unversehrtheit? Das Elixier für das ewige Leben? Die mit Lack versiegelten Särge im Grab wurden zusätzlich mit einer mächtigen Schicht Holzkohle und weißem Ton abgedichtet. Und abschließend mit einem 15 Meter hohen Erdhügel bedeckt. Eine Zeitkapsel für die Ewigkeit. Eine Zeitkapsel der Zukunft ist vielleicht ein Stickstofftank für den Flug zu unserem Lichtjahre entfernten Nachbarstern Alpha Centauri. Ein Sarkophag mit Spezialflüssigkeit. Das könnte der Schlüssel für die Weltraummission der Zukunft sein. Nicht nur Science-Fiction-Autoren sehen sie durch solche Tiefkühltanks ermöglicht. In ihnen werden die Reisenden quasi mumifiziert, also besser gesagt eingefroren. Kryoschlaf nennen das die Experten. Beim Kryoschlaf wird der Zerfall des Körpers gestoppt, so wie bei der Mumifizierung, nur komplexer. Denn bei der Ankunft auf Alpha Centauri müssen die Körperfunktionen ja wieder aktiviert werden. Aber davon sind wir noch Lichtjahre entfernt. Stellen wir uns doch die Raumfahrt mal in die andere Richtung vor. Vielleicht geht es dann besser. Die Außerirdischen. Vielleicht leben sie länger und können schneller fliegen. Dann könnten sie uns ja besuchen. UFO-Gläubige sehen in dieser Mumie die Gestalt eines Außerirdischen und den Beweis dafür, dass sie uns schon besucht haben. Hier wurde sie, zusammen mit 4 weiteren, gefunden, in den Ausläufern der peruanischen Anden. Bizarre, menschenähnliche Gestalten mit 3 Fingern. Und auch ihre Füße haben nur 3 Zehen.
Der Kopf weist seltsam schräg stehende Augen, keine Ohren und einen extrem länglichen Schädel auf. Was ist es? Mensch, Tier? Alien? Wegen ihres Fundorts in der Nähe der weltberühmten Geoglyphen werden sie weiße Nazca-Mumien genannt. Ihr Entdecker Leandro Sarmiento ist erstmals bereit, einem Filmteam den genauen Fundort zu zeigen. Bei seinen Streifzügen war ihm hoch oben im Gebirge eine Mauer aufgefallen, die den Eingang zu einer Höhle verdeckt. Eigentlich auf der Suche nach einem Schatz, von dem ihm seine Großmutter erzählt hatte, drang er in die Höhle vor und entdeckte die dreifingerigen Gestalten. In Mulden unter Steinplatten lagen 5 dieser seltsamen Wesen. Ihre Körper, so berichtet Sarmiento, waren mit einer Art hellem Puder bedeckt. Die Vertiefungen sehen aus wie einfache Grabnischen. Und noch immer sind sie voll feinem, weißlichen Staub. Seinem Geheimnis sind die Wissenschaftler an der Universität von Ica auf der Spur. Dem Team um Roger Zuniga liegen erste Ergebnisse vor. Es handelt sich um versteinerte Algen. Sie wirken gegen Pilzbefall, sind antiparasitär und gegen alles, was sich an organischem Gewebe bilden kann. Das feine Kieselalgenpulver wurde benutzt, um diese Körper zu konservieren. Wie das Natronsalz in Ägypten wirkt auch Kieselgur stark austrocknend. Das erste Rätsel ist gelöst, doch die Körper werfen viele weitere Fragen auf. Die Haut ist seltsam schuppig, erinnert an Reptilien. Der Mund klein, ohne Kauwerkzeuge. Im Bauch anscheinend Fremdkörper. Zehen und Finger haben statt Nägel eine Art Klauen. Was werden die Untersuchungen in Ica ergeben? Der Schädelknochen ist sehr viel stärker als bei einem Menschen. Und auch die fremdartigen Objekte im Körper geben Rätsel auf. Aber die Röntgenbilder zeigen, dass der Schädel aus einem Stück besteht und nicht künstlich verformt wurde. Auf der Röntgenaufnahme gibt es keinen Hinweis darauf, dass dort etwas geschnitten oder zusammengesetzt wurde. Nichts. Also keine Fälschung? Aber was ist es dann? Auf traditionellen Stoffen der Nazca-Kultur sind menschenähnliche Gestalten mit 3 Fingern und 3 Zehen dargestellt. Auch Felsbilder zeigen dreifingerige Wesen. Sind es abstrakte Bilder von Angehörigen einer untergegangenen Kultur oder Außerirdische, wie eine große Fangemeinde glaubt? Das Team in Ica behandelt die Mumien wie jeden archäologischen Fund. Ergebnisoffen und mit größtmöglicher Akribie starten sie die weiteren Untersuchungen, gerade weil die Mumien nicht in unser bisheriges Weltbild passen. Erste Laboranalysen ergeben, bei der Spange über der Brust handelt es sich um eine gold- und kupferhaltige Legierung, die man so ähnlich auch bei heutigen Computerchips findet. Aber eben auch in der Nazca-Kultur vor rund 2000 Jahren. In Perus Hauptstadt Lima, am Naturhistorischen Museum der Universität San Marco, arbeitet der Fossilienforscher Mario Urbina. Er glaubt nicht an die weißen Mumien von Nazca, die er bisher allerdings nur von den Aufnahmen her kennt. Seiner Meinung nach wurden die Mumien künstlich aus verschiedenen Tier- und Menschenknochen zusammengesetzt und die Verbindungen raffiniert verklebt. Mario Urbina ist davon überzeugt, wer auch immer sie hergestellt haben mag, sie passen prima in das Konzept der Geschäftemacher von Nazca mit ihren Landebahnen für Außerirdische.
Sie glauben in Peru gerne an die Marsianer. Das zieht diese Art von Tourismus an. Und eine Menge Leute profitieren davon. Hotels, Touristenführer, die bei den Nazca-Linien nur zu gerne auf den Zusammenhang zwischen den Linien und den Marsianern verweisen. Und jetzt haben sie auch noch richtige Marsianer ausgerechnet in der Nähe der Linien bestattet. Damit haben sie eine komplette Geschichte. In Ica gehen die Untersuchungen des Forscherteams ungeachtet solcher Überlegungen weiter. Die Mumie ist heute beim Zahnarzt. Zumindest dessen Instrumente werden eingesetzt. Aus einem der Objekte im Bauch wird eine Probe entnommen. Die Analysen zeigen, es besteht aus versteinertem Calcium, dem Hauptbestandteil von Eierschalen. Der Anthropologe hofft, aus den Proben noch weitere Informationen zu erhalten, die Näheres über die Spezies verraten. Aufnahmen mit dem mobilen Röntgengerät zeigen deutlich drei eiförmige Objekte. Also doch eine Art Reptil? Hier müsste groß angelegt geforscht werden. Aber die peruanischen Experten haben nicht genügend Kapazitäten. Es gibt ein weltweites Interesse zu erfahren, um was es sich handelt. Daher denke ich, wenn die besten Wissenschaftler weltweit daran teilnehmen, wir empfangen sie mit offenen Armen, dann würde das unsere Untersuchungen stärken. Und man kann dann nicht sagen, dass wir diese Studie auf eine parteiische, interessengeleitete Weise durchgeführt hätten, um die Menschheit zu hintergehen. In die Geoglyphen von Nazca wurde schon viel, zu viel hineininterpretiert. Das ist eine gewaltige Hypothek bei der Bestimmung der geheimnisvollen dreifingrigen Wesen, die nach ersten Untersuchungen aus derselben Zeit stammen sollen. Die weißen Mumien von Nazca. Es bleibt abzuwarten, ob die genaue wissenschaftliche Analyse auch der Fundumstände neue Erkenntnisse bringt und dieser rätselhafte Fall bald gelöst wird. Es ist eine faszinierende Geschichte, die aber weiterhin Fragen aufwirft. Ob diese dreifingrigen Mumien von Nazca eine große Täuschung sind oder authentische Funde, lässt sich abschließend noch nicht sagen. Die Untersuchungen an der Universität in Ica, die werden noch eine Weile weiterlaufen. Aber es bleibt spannend. Und bleiben wir noch ein bisschen in Peru. Als vor 4.500 Jahren die ägyptischen Pyramiden entstanden, wurde zeitgleich am anderen Ende der Welt die Pyramidenstadt Caral errichtet. Die älteste Stadt Amerikas. Bisher ist nur wenig von dieser Zivilisation bekannt, zu der auch die 20 Kilometer entfernte Fischersiedlung Aspero an der Pazifikküste Perus gehört. Dort stießen Archäologen am Fuß einer Pyramide auf einen in der Caral-Kultur einzigartigen Fund. Eine mumifizierte Frauenleiche. Wie zu einem Paket zusammengeschnürt lag sie dort unentdeckt seit 4.500 Jahren, zusammen mit wertvollen Grabbeigaben. Anhand der erhaltenen Gesichtspartien erstellen 3D-Designer zusammen mit den Archäologen eine Gesichtsrekonstruktion. Zum ersten Mal erscheint das Antlitz eines Menschen von Caral. Die Grabbeigaben zeigen ihren hohen sozialen Status. Aus Knochen geschnitzte Dschungeltiere und ein Halsband aus Muscheln. Die Adelige aus Aspero öffnet ein Fenster in eine Zeit über 1000 Jahre vor Pharao Tutanchamun. Bei den so bilderreichen alten Ägyptern gibt es kaum eine Darstellung von menschlichen Leichnamen oder vom Sterben. Und wenn, dann betrifft es immer nur die Feinde. Die Ägypter selbst wollten makellos schön aussehen für das ewige Leben. Und deshalb wurden die Verstorbenen auch in Binden eingehüllt. Es wurden ihnen Masken aufgesetzt oder sie wurden in Sarkophage gelegt. Denn kein menschliches Auge sollte sie jemals wiedersehen. Und das sollten wir bedenken,
und die Mumien entsprechend respektvoll behandeln, wenn wir sie aus Forschungszwecken untersuchen oder ausstellen. Denn eine solche Rücksicht gab es nicht immer. Im Europa des 19. Jahrhunderts gibt es in Adelskreisen einen beliebten Zeitvertreib: Mumienpartys. Die allgemeine Ägypten-Euphorie und die Reisen junger Adeliger führen auch zum Import zahlreicher Mumien. Nach der Heimkehr lädt man zum Diner mit Mumie. Das erzeugt ein anregendes Gruseln und unter den Binden liegen meist noch schöne Amulette versteckt. So wie in New York und London wird auch in Preußen ausgewickelt. Bei seinem Besuch in Ägypten hat man dem Hohenzollernprinz Friedrich Karl die Mumie einer jungen Frau geschenkt, die vor 2500 Jahren starb. Doch das Interesse schwindet schnell, vor allem wenn man keinen Schmuck findet. Mumien auswickeln als Partyspaß. Das wäre heute undenkbar. Undenkbar ist heute auch das, was ich hier in Händen halte: Mumia, Mumienpulver. Präzise Mumia vera ägyptica, das angeblich aus einer echten zermahlenen ägyptischen Mumie hergestellte Pulver konnte man in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in Deutschlands Apotheken kaufen für 12 Goldmark das Kilogramm, und zwar als Aphrodisiakum. Dieses etwas dubiose Arzneimittel stand auf den Verkaufslisten des Pharmakonzerns Merck bis 1936. Es sollte gegen viele Gebrechen helfen, wurde auf Haut und Wunden aufgerieben und eben auch geschluckt. Und Mumia war nicht das einzige exotische Wundermittel. Auch Heilgebisse, Teufelskralle und Kugelfische waren im Angebot. In manchen Ländern verkörpern sie bis heute die magischen Kräfte der Naturmedizin. Wie aber wirken diese Stoffe, die früher jede gut sortierte Apotheke im Regal hatte? Bei ihren Recherchen fand die Apothekerin Ursula Bartlen diverse Hinweise auf die Wirkstoffe von Mumia. Die seien blutstillend, fiebersenkend, aphrodisierend. Und Mumia war nicht die einzige menschliche Substanz, die hoch im Kurs stand. Man hat Menschenfett verwendet, man hat Hirnschale verwendet, Knochen, alles aus dem Körper, Fingerteile, das war üblich. Also die Henker, die waren ganz begehrt, die hatten nämlich diese Leichenteile verkauft und davon haben die auch gelebt. Also vor allem Menschenfett. Es gibt ganz große Gefäße voll mit Menschenfett. Tatsächlich wird menschliches Fett noch bis in die 1980er Jahre in Hautcremes verarbeitet. Als Mittel gegen Falten. Aber was genau könnte an Mumia heilend wirken? Bei der Mumifizierung wurden die Körperhöhlen mit einem Gemisch aus Erdpech und Harzen wie Weihrauch ausgegossen. Erdpech oder Asphalt wird bis heute in der Mongolei als Medikament verwendet. Zusammen mit dem entzündungshemmenden Weihrauch soll es bei Rheumatismus und Krämpfen helfen. Der Begriff Mumia stammt wahrscheinlich aus dem Persischen, wo es zur Bezeichnung von Erdpech und ähnlichen harzartigen Massen diente. Mumien wurden aber nicht nur zu teurer Medizin zerrieben oder als Partyspaß benutzt. Man hat auch Farben aus ihnen gemacht. Hier, das berühmte Mumienbraun. In den USA hat man aus ihnen Papier gemacht. Sie waren also Massenware. Kein Wunder, dass da findige Geschäftemacher auf die Idee kamen, sie einfach selbst herzustellen. Über Mumienfälschung ließen sich ganze Bücher schreiben. Ein besonders spannendes Kapitel spielte sich direkt vor unserer Haustür ab. In Norddeutschland. Juli 2013. Die rätselhafte Geschichte beginnt unter einem Dach im niedersächsischen Diepholz. Anlässlich der Renovierung des Hauses seiner verstorbenen Großeltern stöbert der 10-jährige Enkel, Sohn des örtlichen Zahnarztes, auf dem Speicher herum.
Zwischen Staub und Spinnweben findet der Junge eine seltsame Kiste. Darin ein hölzerner Sarkophag mit Mumie. Wie aber kommt eine anscheinend altägyptische Mumie ins beschauliche Diepholz? Der Vater des Zahnarztes besucht in den 1950er Jahren Nordafrika. Sein Sohn vermutet, dass die Mumie ein Mitbringsel von dieser Reise ist. Eine plausible Erklärung, finden einige Ägyptologen. Zu der Zeit war die Ausfuhr von Altertümern zwar schon beschränkt, aber noch nicht gänzlich verboten. Während die Ägyptologen noch über die Echtheit der Mumie streiten, fordert die ägyptische Botschaft sie schon mal zurück. Und die Staatsanwaltschaft Verden wiederum schaltet die Rechtsmedizin des Universitätskrankenhauses Hamburg ein, um Alter und Todesursache der Mumie zu klären. Immerhin könnte es sich auch um ein Gewaltverbrechen handeln. Denn die Bandagen, in denen der Korpus eingewickelt ist, so viel stand schnell fest, sind neu. Ein Fall für Klaus Püschel, Deutschlands wohl bekanntesten Rechtsmediziner, der auch schon andere Mumien obduziert hat. Die Röntgenbilder ergeben, der menschliche Schädel ist eindeutig echt. Mit einem mysteriösen Stirnband oder Diadem und einer Pfeilspitze im linken Auge. Also doch Mord oder Totschlag? Ich musste übrigens gleich an Ötzi denken, mit der Pfeilspitze in der Schulter. Und dieses Stirnband, da gab es ja auch schon Interpretationen, dass das so ein Diadem der Weisheit sei, was besonderen Pharaonen da um die Stirn gelegt wurde, als sie mumifiziert wurden. Doch der Korpus gibt Rätsel auf. Zu diesem eindeutigen menschlichen Schädel passte nicht das Skelett. Das war zwar ein menschliches Skelett, aber so merkwürdig plump, als sei das irgendwie abgedeckt. Und das war ja irgendwie so ein Zwitterwesen. Ohne Obduktion ist keine abschließende Beurteilung möglich. Mittlerweile schaltet das ägyptische Außenministerium den Bundespräsidenten ein und entsendet einen Beobachter. Ihre Vermutung? Es könnte sich bei dem Toten eventuell um einen ermordeten Königssohn handeln. Und auch der Staatsanwalt fordert extreme Achtsamkeit. Es hätte ja auch sein können, dass das ein aktueller Mordfall ist, bei dem Teile des Leichnams verpackt worden sind, um sie zu verstecken. Schon der erste Schnitt bringt die Gewissheit, dass die Mumie nicht aus dem alten Ägypten stammt. Denn Püschel stößt auf Pack- und Küchenpapier, das erst in den 70er Jahren erfunden wurde. Krepppapier, Sacklein, Küchenrolle. Der Schädel ist zwar echt, aber das mutmaßliche Diadem entpuppt sich als einfaches Klebeband und die Pfeilspitze als Teil eines Spielzeugs. Damit ist die Mumie für die Ägypter und Ägyptologen uninteressant. Doch für die Justiz ist der Fall noch nicht erledigt. Sollte im idyllischen Diepholz tatsächlich ein Mord vertuscht werden? Bei der weiteren Obduktion quellen dem Hamburger Gerichtsmediziner noch mehr modernes Packpapier, Klebeband und Küchenpapier entgegen. Dann Sackleinen. Die Knochen aber sehen ganz anders aus als erwartet. Das war so auffällig metallisch, grau. Und später hat sich herausgestellt, dass das ein bleihaltiger Farbbelag auf dem Knochen war. Und der Knochen war eben auch kein echter Knochen, sondern das waren Plastikknochen, so wie man sie bei einem Spielzeugskelett oder einem Skelett in der Schule im Unterricht einsetzt. Plastik mit Bleipartikeln bestrichen, die keine klaren Röntgenbilder zulassen? Der Fälscher muss über radiologische Kenntnisse verfügen. Aber wie kam er überhaupt auf die Idee?
Im Münsteraner Tatort Der Fluch der Mumie ging es darum, eine Leiche als Mumie zu tarnen. Vielleicht war das die Inspiration für den Fälscher der Diepholzer Mumie. Zeitlich könnte das durchaus passen. Der Tatort stammt aus dem Jahr 2010. 2013 wurde die Mumie auf dem Dachboden des Zahnarztes entdeckt. Aufgedeckt wurde der Schwindel in beiden Fällen von Gerichtsmediziner. Die Pathologie könnte uns vielleicht auch im nächsten Fall behilflich sein. Es geht um eine sagenumwobene Mumie, die irgendwie noch lebendig sein soll. Begeben wir uns in sibirische Buratien. Mitten in der buryatischen Steppe zwischen Baikalsee und Mongolei liegt das bedeutendste buddhistische Kloster Russlands, Iwolginski Dasan. Pilger aus aller Welt kommen hierher, um mit eigenen Augen das Wunder zu sehen. Den Mönch, der weder tot noch lebendig scheint. Seit seinem Tod 1927 verharrt er im Lotussitz. Er ist weder einbalsamiert noch mumifiziert. Seine Haut ist weich, gibt auf Druck nach. Seine Gelenke sind elastisch. Er reagiert auf die Umgebung. Nicht schnell, aber er reagiert. Ab und zu macht er den Mund auf, ab und zu die Augen. Dashi Dorsho Itigelov, 1862 geboren, geht mit 15 Jahren ins Kloster, studiert Philosophie und Medizin. 1911 wird er zum Hambo Lama ernannt, zum geistigen Oberhaupt aller Buddhisten Russlands. Nach seinem Tod, so verfügt er, soll er im Lotussitz begraben und nach 30 Jahren exhumiert werden. Als die Mönche nachschauen, finden sie seinen Körper unversehrt. Aber das halten sie geheim. Erst nach dem Ende der religionsfeindlichen Sowjetzeit wird die Leiche am 11. September 2002 öffentlich geborgen. Der Mönch sitzt noch genauso in der Holzkiste, wie man ihn 1927 bestattet hat. Der mit Salz bestreute Körper weist kaum Verwesungsspuren auf. Nach 75 Jahren im Grab. Die Mönche glauben nicht an seinen Tod. Für sie verharrt er nur in tiefer Meditation. An buddhistischen Feiertagen ist der 170 Jahre alte Itigelov für alle Pilger zugänglich. Dann drängen Tausende zum Lama. Unerklärliches Phänomen und Heilsbringer zugleich. Der ganz nebenbei für den Erhalt des Klosters sorgt. Angeblich kündigte er den Mitbrüdern seinen bevorstehenden Tod an. Man könnte vermuten, er habe seinen Körper schon zu Lebzeiten darauf vorbereitet, nicht zu verwesen. Kann man sich selbst mumifizieren? Glaubt man an Soko Shinbutsu, dann geht das. Soko Shinbutsu ist eine buddhistische Lehre, die auf den 835 verstorbenen Priester Kukai zurückgeht. Er beschrieb, wie man durch extreme Schmerzen, eine besondere Diät und Selbstverleugnung den Weg ins Nirvana findet. Ich möchte allerdings vor jeder Nachahmung dringend warnen. Dieses Ritual ist in Japan seit 100 Jahren strengstens verboten, denn es geht immer tödlich aus. Der Prozess des Soko Shinbutsu verläuft in drei Phasen à 1000 Tagen. Phase 1. Die ersten 1000 Tage hält der Mönch strenge Diät und isst nur wenige Nüsse und Samen. Zudem unterwirft er sich großen körperlichen Strapazen, wie dem stundenlangen Meditieren unter einem eiskalten Wasserfall. Und er trinkt so wenig wie möglich. Naja, das sind schon mal gute Voraussetzungen für eine dann schnell einsetzende Mumifizierung. Das eine ist, der Darm ist leer. Im Darm sind ja Bakterien. Die Bakterien führen normalerweise zu Fäulnisvorgängen. Wenn der Darminhalt sehr stark reduziert ist, dann entfallen diese Fäulnisprozesse. Die Austrocknung, also keine Flüssigkeit zu sich zu nehmen, fördert den ganzen Prozess auch. In Phase 2 nimmt der Mönch neben arsenhaltigem Quellwasser fast ausschließlich die Rinde von Nadelbäumen zu sich und magert entsprechend weiter ab.
Nach Ablauf der zweiten 1000 Tage trinkt er giftigen Tee aus dem Saft des Urushi-Baumes, mit dem normalerweise Möbel lackiert werden. Eine äußerst schmerzhafte Prozedur, aber das darin enthaltene Gift soll später Maden fernhalten. Es ist nicht bekannt, ob Itigelov diese Praxis der Selbstmumifizierung anwandte. In buddhistischen Klöstern in Japan ist die Technik bis ins Jahr 1903 belegt. Zu Beginn der dritten Phase wird der Mönch in einer engen Gruft eingeschlossen. Durch eine Glocke meldet er einmal täglich, dass er noch lebt. Verstummt die Glocke, wird die Gruft versiegelt. Kann diese Selbstmumifizierung tatsächlich funktionieren? Oder spielen vielleicht andere Faktoren eine Rolle? Die halten sich auch an Plätzen auf, wo es trocken ist. Eventuell auch ein gewisser Wind geht, der dann austrocknet, also ein Luftzug vorhanden ist. Und das ist so ähnlich wie in der Gerichtsmedizin die Leichen auf dem Dachboden, ja, die dann tatsächlich da unter Umständen, wenn sie sich erhängt haben, besonders lange im mumifizierten Zustand erhalten bleiben. Aber lässt sich damit auch erklären, dass Haut und Gelenke, wie angeblich bei Dashi Dorsho Itigelov, noch elastisch sind? Der Körper ist dann allerdings, wenn er mumifiziert ist, starr. Und es ist nicht glaubwürdig, wenn die Rede davon ist, dass der sich noch in irgendeiner Art und Weise bewegt. Ja. Um das Rätsel der lebenden Mumie aufzuklären, wären weitere Untersuchungen notwendig. Das aber erlauben die Mönche nicht. Für sie ist der Lama heilig und lebendig. Mumien erzählen von der Sehnsucht der Menschen nach dem ewigen Leben, dem Leben nach dem Tod, der Auferstehung. Und diese Sehnsucht verbindet fast alle Religionen und Menschen. Und das sollten wir im Umgang mit den Körpern der Verstorbenen nie vergessen.